Hallo und willkommen zurück zu Massive Chalice auf Brutal mit Erbarmungslos, also Iron Man. Und wir haben jetzt gerade wieder einen Kampf gestreitet oder so und können die Zeit vorspulen. Das Ding ist in 4 Jahren fertig. Kinders. 1 und 4. 1 und 2. Nichts. Der Typ ist schon 82. Aber der ist anscheinend nicht mehr so aufs Kindermachen aus. Da passiert nichts mehr. Oder bei ihr. Forschung abgeschlossen. Da können wir jetzt Trainer einstellen. Das sollten also dann entsprechend Leute sein. Mit sehr hoher Erfahrung. Ich mache erstmal die Stufenaufstiege noch. Details. Fertigkeit. Können wir so nichts wählen. Zack. Details. Sprengschütze. Freiwurf. Das sind jetzt die neuen Alchemisten. Fertigkeiten. Freiwurf. Details. Fertigkeiten. Zack. Jo. Also, wen nehmen wir jetzt hier als Trainer? Wir könnten den nehmen, der ist jetzt sowieso schon 52. Stufe 4. Der Vater von denen. Und dann machen wir erstmal eine neue Forschung, ne? Rüstung. Instabile Panzerrüstung. Schleicherrüstung. Gegenstände. Noch eine Panzerrüstung. Wir könnten ja diesen Erfahrungsschal bauen. Beruhighänder. Den Helden können bezüglich ihrer Form immer etwas Hilfe gebraucht und wir glauben, dass eine kleine Armverstärkung ihre Treffsicherheit extrem verbessern kann. Wir können aber auch nochmal neue Helden rekrutieren. Denn Jäger. Kunstschütz. Aber der ist auch schon. Der wird nicht mehr viel tun. Schattenschläger, das sind die ganzen Kriegertypen. Das sind Jäger. Ich würde nochmal einen Jäger wollen. Bauernerburg, das dauert halt 18 Jahre. Bei dem ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis der weg ist. Was würden wir denn dann nehmen? Da müsste jetzt quasi ein Jäger hin und entweder ein Alchemist oder im besten Fall noch ein Jäger. Da hätten wir halt gerade noch den einen Typen, der aber auch schon 50 ist. Und wenn der gestorben ist, dann ist der Typ, den wir haben, der schon 50 ist, wahrscheinlich schon gegen 60. Der hier. Und die. Ja, brauchen wir noch. Wir brauchen einen Jäger, wenn es geht. Helden. Ja.
Okay. Ach so, und da sind wir jetzt mit dem, der ist 52. Die lassen wir erstmal außen vor. Und 54. 44. Der ist noch mal gar nicht mal so alt. Ach, das ist der Bruder von dem anderen, den wir im Moment zur Verfügung haben, oder? Daniel, Alexandra, Emily. Ja, mit anderen Worten, bis die da irgendwo drankommen, also wird vermutlich das gar nicht passieren. Dann können wir den Daniel jetzt hierfür auch verwenden. Persönlichkeit, pessimistisch, patriotisch, das würde er weitergeben. Die Alternative wäre, ihn zu nehmen, oder sie. Einsamer Wolf, patriotisch. Aber die ist halt erst 2. 3. Die ist 4. Also nehmen wir den. It's the only job I'd ever be interested in. Not much danger, sure, but you get to fight every day and inspire others, all to the cries of struggle and incapacitating injuries. Sounds relaxing. Right? Patriotisch und pessimistisch. Pessimistisch ist aber okay. ...72 pro Jahr. Jo. Dies aber... Naja, es geht eigentlich. An Liu. Kräftig langsam. Gott, wie lange hält der denn hier aus? 87. Willst du mich verarschen? Langlebigkeit. Jetzt ist bald mal Schluss. Wobei, die haben ja gerade noch mal ein Kind bekommen. Oh Gott. Aber das, da sieht man, dass ich die... die Alchemistin dahingestellt habe. Also die sind jetzt hier schon eine ganze Weile quasi unnütz. Ach, hier kann man auch sehen, das Alter. Adlerauge kräftig langsam. Herzkrankheit. Willensstark schnell. Aufgeweckt kräftig langsam. Das Beste sind die alle nicht. Intuition am meisten, weil die Stufe 4 ist. Oder ich trage den jetzt, die jetzt dafür ein. Ja. 49. Der wird sich auch nicht mehr viel tun. Der wäre zwar hier auch ziemlich ordentlich. Aber den werden wir auf jeden Fall nicht mehr verwenden. Für was anderes. I always thought these would get easier for me. Don't think about it. Okay. Alchemist, Sprengschütze. Damit habe ich jetzt nicht geplant. Äh.
Dann ist aber echt gut, dass ich neue Leute anheuere. Gerade. Adler auch kräftig langsam. Aber die hat Herzkrankheit. Stammbrauer, aber Stammbrauer waren, glaube ich, scheiße. Die als. Ja. Brauchen auf jeden Fall einen von den dreien hier. Sarah, Liu. An Liu. Das ist mein schnell. Dann baue ich da jemanden rein, der langsam ist. 39, immer die ältere. Bestätigt. Jawohl. Da hätten wir aber auch so langsam dann wahrscheinlich auch Leute von denen, die ja, fertig sind. Aktiv. Die können wir natürlich jetzt auch in die Gruppe nehmen. And they're back. Again. Yes, I thought they'd given up too. Dann müssen wir hier hin, um das Ding nicht zu verlieren. Sechsundfünfzig ist er schon. Ersetzen, da kommt jetzt irgendwer Frisches ran. Die ist dämlich, Adlerauge. Geringe Intelligenz, erhöhte Sichtweite. Aber die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die dämlich unbeholfen. Gewandtheit ist eher nicht so gut. Adlerauge kräftig, gute Auffassungsgabe. Erhöhter XP-Gewinn. Übermütig, unerschütterlich. Aber die ist gut. Der ist gut. Dann. Liu. Die ist immer als Stufe 2. Wir bräuchten noch einen von denen. Ja, yeah, 2 Caberjacks. Sprengschütze. Was haben wir jetzt? Wir haben einen Alchemisten. Riesenauswahl haben wir ohnehin nicht. Nehmen wir aber die Jungen rein. Adlerauge dämlich freigebig. Ich mach mal den. Was haben wir für Gegner? Wiegen. Ah, ich glaube, Wiegen sind Hauptätzen, die gleichzeitig die Saatkörner spawnen. Wird auf jeden Fall sehr fies werden, aber da ist es ganz gut, Sprengstoff mitzuhaben, die auch noch zusätzlich diesen Freiwurf haben. Schauen wir mal. It's a fine day for battle, all things considered. Every day is a fine day for battle. Da unten geht's nicht weiter. Da oben würde es weitergehen.
mir nicht ganz sicher, was das bringen soll für die, wenn die das da angreifen. Erstmal gehen wir hier spähen. Okay, ist erstmal egal. Die können aber nicht normal angreifen, die müssen quasi ihre Munition verbrauchen. Deshalb müsste der schießen, wenn immer möglich. Schön. Neue Stufe. Gnadenstoß. Weniger halbe Gesundheit erhöhten Schaden zu. Das ist der Nahkämpfer. Der wird einfach mal abwarten, ob da jetzt auch was ankommt. Drei nebeneinander. Das ist dein Kommando hier. Elf bis 13 Schaden ist das allerdings nur. Der macht 12 bis 15, das ist irgendwie besser. Schöne Erfahrung bekommen. Ach so, es sind drei, da gab es nichts Neues. Okay, dann haben wir den hier. Nix. Dann warten wir hier einfach ab. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. Und den anderen noch Platz, der jetzt auch nicht treffen sollte. Ja. Wobei, wenn die natürlich immer weiter spawnen und man auch davon Erfahrung bekommt, dann könnte man da natürlich auch Erfahrung farmen. Aber da weiß ich nicht, ob das tatsächlich der Fall ist. Erstmal gehen wir ganz vorsichtig vorwärts. Da kann man jedenfalls nicht drüber. Aber ich könnte mal da vorsichtig nachfragen, ob da noch jemand ist. Ugh, cradles. Just get in there and take them out quickly, unless you're interested in seeing the joys of childbirth. And what a joy it is. But make sure your blows count. Ah, da müssen wir anders hin.
Er hatte, glaube ich, 70 Hitpoints. Wir können ruhig herkommen. Weil es da nicht auch noch so eine Cradle ist. Wir könnten ja auch erstmal. Da waren wir sie doch. Oh shit. Okay, aber der sollte mich auch noch nicht angreifen können, denke ich. Okay, der kann aber nicht direkt angreifen. Das ist okay so. Aber wenn der dann auch Erfahrung gibt. Ja, aber als erstes werde ich dem wohl den Rückstoß verpassen. Und den können wir auch nur von der einen Seite gerade durchführen. Dann muss ich was anderes machen. Dann muss ich den zuerst anschießen. Bis 11, was jetzt auch nicht wahnsinnig viel ist. Aber auch niemand. Ah doch, den würden wir damit auch treffen. Idealfall. Yes. Okay, dann verpassen wir dem den Rückstoß. Wobei wir könnten auch erstmal den. Wie viel macht der? Ein bisschen mehr. Nicht getroffen. Lauf du erstmal dahin. Sauber. Könnte also jetzt theoretisch noch dahin laufen. Rückstoß. Den. Und dann könnten wir den anderen eventuell damit noch stunnen. Ja. Der da lebt aber noch. Da lässt sich auch nichts umändern. Kraftbar. Da
kommen die Kleinen angezerrt. Na, Mist, der ist leicht außer Reichweite. Da habe ich jetzt ein Problem, weil ich den nicht stunnen kann. Aber dafür steht er so weit hinten, dass wenn ich meine anderen Leute weiter nach vorne stelle, die eigentlich nicht in Gefahr sind, der natürlich jetzt auch durch beide angegriffen werden könnte. Nehmen wir erstmal den hier. Der würde dann auch weiter angegriffen werden können durch den. Ach so, Moment. Da haben wir auch noch eine Option. Ah, der kann aber nur auf den einen. Vielleicht, wenn der erstmal weggeht, dahin. Könnte den hinteren auch anschießen, okay. Vielleicht kann der jetzt weiterlaufen. Ja, perfekt. Denn das hatte ja kein Viereck, sondern ein Kreuz als Fadenkreuz. Es kann natürlich sein, dass ich meinen eigenen jetzt treffe. Das müssen wir wohl riskieren. Okay. Nochmal. Das war nichts. Das würde halt auch meinen Typen an ordentlich verletzen. Dann machen wir das nicht, sondern erschießen den stattdessen. Los. Der Kampf ist auf jeden Fall schon etwas bitterer. Okay. Das war der Alchemist. 5 bis 9 Schaden ist natürlich nicht viel. Einen Typen würde ich ja jetzt hier schon gerne töten, die Runde. Dann würde man 2 versenken. Hat aber mehr Schaden gemacht.
Richtig. Der macht deutlich weniger. Wieso hat denn der, macht der andere jetzt auch weniger Schaden? Das soll doch eben noch was um 120. Kniffelig. Wir könnten den auch erstmal nur stunnen. Neun ist zu wenig. 17. Die müssen weg. Ich versuche mal das. Guck mal, was dabei rauskommt. Sauber. Perfekt. Kann jetzt weiter noch laufen und angreifen. Mit Glück ist er auch noch tot. Oh ja, du bist richtig ordentlich. Mit dem können wir den abmurksen, die anderen sind weiter weg. Oder wir schießen den kaputt. Wäre sogar noch eleganter. Der käme auch dahin. Dann müsste da nochmal anders. Machen wir erstmal mit dem. Einfach nur mal weg von den anderen. Sauber. Mal, ob der trifft. Ja, schön. Noch einer. Gott. Okay. Bis 17. Wir müssen aber auch den Kleinen loswerden. Dann machen wir das anders. Dann stunnen wir die erstmal. Nein, aber zumindest gestunt. Den oder den Kleinen, aber für den Kleinen muss man rauslaufen. Das will ich eigentlich nicht. Ja. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. So, der hat einen Punkt. Gnadenstoß oder Abpraller. Rüstungsstöße und wirklich zödlichen Schutz. Wir machen einen Gnadenstoß. Er könnte versuchen, den abzumurksen. Prozent und damit werden alle Matsch. Na, wir brauchen ja so langsam Speed, sonst. Ja, die bringen auch nochmal alle Erfahrung.
Okay, der könnte in einem Zug rüberlaufen, dann macht er das. Der knockt den allerdings. Da gegen diese, gegen das Nichts. Ist er zumindest schon mal gestunt. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Gegner übrig. Es wird eng. Das könnte funktionieren mit etwas Glück. Tut's aber nicht. Den brauchen wir eigentlich auch hier hinten. So. Zack. Auch eine Stufe gestiegen. Hier gibt's ordentlich Erfahrung. So. Aber das Ding ist noch inaktiv, oder? Nee. Aber das greift nicht an. Vielleicht 10 bis 20 Schaden. Na, das Problem ist jetzt, dass ich da nicht wirklich viel tun kann. Der müsste eigentlich einen Trank trinken, damit er nicht verstirbt. Sollte man dahinter auch in Deckung sein. Vor allem möglichen. Heilen. Gut. Könnte theoretisch auch nicht dahinter stealthen. Weil es eigentlich keinen Unterschied macht. Machen wir so. Ich frag mich, wieso ich den da gerade sehe. Minus 12, okay. Den können wir wieder eine Runde quasi ausschalten. Den anderen auch, bloß tot bekomme ich nichts. Ah, das ist nicht weit genug. Von der Seite.
kommt man so nicht durch, wenn der sich nicht vorher wegbewegt. Machen wir das so. Das Problem ist natürlich, wenn die jetzt sterben und nochmal zerplatzen, das gibt ja auch nochmal gut Probleme. Beide zwei Würfe. Machen wir das so. Ja. Der zuerst. Noch einer. Alter Falter. Freiwurf. Ey, selbst wenn er jetzt alles trifft, würde das nichts werden. Könnte auch das da angreifen. Aber der wäre auch so oder so wieder nächste Runde nicht bereit, um den anzugreifen. So. Die kann nichts mehr tun. Schon, das wird nicht gemütlich. Immerhin. Nicht den anderen Angriff rausgehauen. Ja, was machen wir jetzt hier? Nix. Den kann ich diese Runde auf jeden Fall nicht töten. Das könnten wir so machen, dann wird er zumindest geheilt. Aber ich krieg halt nichts tot. Drei Stück von den Dicken. Wir können uns hier aber hinter verkrümeln.
Das Problem ist, dass der auf jeden Fall angreifen wird. Muss. Können wir eigentlich auch nicht verhindern. Wir könnten da nochmal ordentlich Schaden machen, aber der... Okay, machen wir das so. Heilen. Da ist sowieso nichts zu machen. Den könnte man theoretisch zerquetschen. Einläuft, verstopft der nur den Weg. Der müsste quasi hier den Umweg laufen. Machen wir so. Könnte der da eventuell auch nochmal schießen? I get way too excited about this. Okay. Nein! It was bound to happen sooner or later, so you should get used to this now. There'll be a lot more before we're done. Remember, fighting for something bigger than themselves. Persevere and honor their sacrifice. Damit wird das Ganze jetzt nochmal schwerer. Der macht jetzt bis zu 32 Schaden. Der sollte aber... von woanders angreifen. Um da eine Lücke zu lassen. Super. Damals den Schützen. The Motherland. Den könnten wir halt auch stunnen. Aber das Beste ist vermutlich... mit dem da wegzulaufen. Naja, der wird wahrscheinlich dann trotzdem dadurch angreifen. Er hat auch noch 11 Hitpoints. Send them back to that sludge from whence they came. Rückstoß. Na, eventuell können wir den nach da oben pushen, ein bisschen dem helfen. 4 bis 5, dann kann der zumindest nichts mehr machen. Das Problem ist, dass die beiden jetzt komplett nebeneinander stehen. Gut. Na, 4. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die kann aber
jetzt auch hier durch und den Stun. Aber wir haben natürlich nur einen Stun pro Runde. Das ist im Idealfall, würden wir den kaputt machen. Ja, das würde auch funktionieren. Das würde sehr gut funktionieren. Wir müssten halt die Kleinen ignorieren. Ja. Ah, Mist. Lebt noch. Die anderen haben aber leider alle AOEs, das heißt, die sind für andere Dinge eigentlich besser geeignet. Machen wir das so, auch wenn es nicht optimal ist. Jawohl. Ach, der hat gar keine AOEs mehr. Ja, der metzelt den ab. Und der andere Alchemist ist ja schon tot. Habe ich mir jetzt etwas verkalkuliert. Weil damit treffe ich meine eigenen jetzt auch. 15 bis 17. Wir könnten aber auch den angreifen. Machen wir das so. Sehr gut. Und jetzt greifen natürlich drei von denen an. Gut. Schaden verteilt. Jetzt sollte ich den aber im Dauerstun halten können. Wenn die treffen, natürlich. Ich kann den aber auch angreifen. Und darüber knocken. Sehr gut. Den verwenden, um den zu töten. Dann nehme ich die wieder mit einem Explosivpfeil. Dann haben wir die Dame noch. Die hacken dann auf den Gegner. Jetzt ist es. Da hat sie es. Okay. Betäubt. Wunderbar. Der darf diese Runde auf jeden Fall noch nicht sterben. Okay.
diese Runde muss er dann sterben. Am besten greift der den an, der ziemlich... Ja, gehen wir mit dem erstmal einen Schritt auf Seite. Der greift den an. Und zerspratzt den hoffentlich. Darüber. Ich kann den angreifen, falls der andere nicht treffen sollte. Und auch der schießt seinen letzten Pfeil hier drauf. Nein! Okay, dann machen wir. Dann stunne ich die beiden. Okay, töten wir hier mit denen. Hier mit denen. Nichts. Also wenn der jetzt nur Grace ist, er wahrscheinlich tot. Gnadenstoß. Und ich hoffe, das war's. I commend you for carrying on even in the face of loss. It's going to be hard to sleep through the horns tonight. Arthur Mankowski starb mit 20. Jo. Die weiter als andere geworfen werden können. Machen wir. Das war aber jetzt hier wirklich schon harte Arbeit. Wobei das auch an der Map lag. Also die Map und die Gegnertypen. Also das war schon sehr fies. So, dann Schnitt. Und dann geht's dann nächstes Mal weiter. Bis denn.